Einen wunderschönen guten Hallo, meine lieben kleinen Freunde auf YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Morgenkatze. Und damit herzlich willkommen zu einer alten Folge. Halt, stopp. Das ist ja faszinierend. Ist gar keine alte Folge, es ist ja eine neue Folge. Das ist faszinierend, ne? herzlich willkommen. Liebe Menschen, in der letzten Folge haben wir ein wenig drüben weitergebaut an unserem, in Anführungszeichen, Aufzug. Wir haben jetzt natürlich gerade kein Glas mitgenommen, weil ich bin Big Brain Katze. Heißen Sie mich alle willkommen. Mein Name ist Big Brain Katze. Ich bin eine 250 Katze, genau. Ich bin eine sehr feine Katze, aber manchmal bin ich ein wenig verwirrt. Aber nur ein bisschen. So, wir brauchen den Stack. Da sind noch Spruce Chest. So, wir brauchen einen Stack Glas. So. Und damit fliegen wir jetzt mal ganz kurz darüber. Theoretisch müssen wir eigentlich jetzt gerade wieder am Anfang traden und so weiter. Ihr kennt die Prozedur mittlerweile am Anfang der Folge, ja. Haben wir die letzten drei Folgen auch gemacht. Ob wir das jetzt beibehalten, das weiß ich nicht. Also, das müsst ihr mich so nicht fragen, das weiß ich nicht. Da vorne ist ein Crafting Table. Ich muss es nicht vercraften, das ist dämlich. Okay. Erst einmal wird das da gemacht, aber ich brauche zwei mehr. Ich bin ein Keck. Manchmal. Wenn es um sowas geht. Ich habe vor allem die Musik aus. Das ist doof. Entschuldigung. Manchmal zwischen dem Schneiden ist die Musik dann natürlich aus. Und ich lasse sie dann nicht unbedingt im Nachhinein wieder automatisch an. Wie kann ich das so genau bemessen haben, ohne es zu verstehen? So. So. Das ist unbelievable. Das ist so unbelievable. Erstmal den hochmachen. Dann so. Okay. Dann können wir so machen. Und dann können wir so machen. Okay. Das ist okay. Und einfach nur, damit wir es ein bisschen verbessert kriegen, machen wir hier noch Glas rein. Das ist trotzdem sehr blank alles, ne? Also das muss man gar nicht anders nennen. Das ist extremst blank und das muss nicht so sein eigentlich. So, mit der Schaufel einen kleinen Path dahin machen. Am besten so, wie wir es jetzt gerade gemacht haben. Genau. Dann bauen wir den und den ab. Warum bauen wir die ab? Wir können damit diese zwei Blöcke hier zu Gras machen, um sie dann direkt zu dem Dirt zu machen. So. Klar könnten da jetzt Monster rein. Übrigens, Monster könnten nicht rein, wenn wir so machen würden. Wir können immer noch ganz normal reinlaufen, aber Monster hätten nicht die Möglichkeit reinzulaufen. Ne? Aber das lassen wir trotzdem weg, glaube ich. Können ja theoretisch so machen eigentlich. Einfach nur, um was zu haben in der Hinsicht. So. Wenn wir jetzt hier runter gehen, gehen wir hier runter. Und wenn wir wieder hochgehen, gehen wir wieder hoch. Wunderbar. So, lasst uns mal eben nachschauen. Was haben wir hier drin? Wir haben Karotten. Und wir haben das Zeug alles drin. Das bedeutet, wir sollten traden können. Gib mir mal bitte mein Stuff dafür. Das ist super lieb von dir. Hast du dich mal einmal resettet direkt danach, bitte? Guck nicht so und resette dich. Reset dich jetzt. Du bist doof. Okay, er will nicht. Okay, wir sind auch ein bisschen überladen. Unten können wir trotzdem nochmal weiter traden. Ein bisschen das Rotten Flash loswerden. Ebenfalls nochmal ein bisschen Emeralds bekommen. Mehr Emeralds sind immer besser, ne? Eine Emerald Beacon Base ist trotzdem immer noch das, was uns am besten gerade funktionieren kann.
So. Nur ein paar. In den Höhlen hier in der Umgebung gibt es auf jeden Fall auch noch Dinge. Interesting. Hast du dein Gedöns fertig? Nope. Dann würde ich sagen, nutzen wir den Moment. Das war nicht unbedingt notwendig, diesen Boost zu machen, aber ich wollte den Boost machen. Ich bin fein. Resettest du schnell, bitte? 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 Fühl mich geärgert. Ja, ist zu spät, die machen keine Resets gerade. Okay, dann fangen wir halt eben damit an, dass wir nur einen Stack ungefähr davon für heute haben. Ja, ist okay. Ja, es ist in Ordnung. Das ist okay. Das finde ich fein. Neun Stück haben wir noch. Wir brauchen sechs pro Seite. Bedeutet, wir haben nicht genug. Also davon noch ein paar mehr machen. So, sechs Stück mehr. Ich verklick mich heute nur noch. Finde ich gut. Wissen wir wenigstens, dass es meine Art und Weise ist, so zu spielen. Okay, wir haben also ein paar Emeralds nur bekommen. Reichen gerade mal für sieben Blöcke. Vielleicht acht, wenn wir ganz viel Glück haben. Ich wage es zu bezweifeln, aber dass es acht werden. Es sind acht. Okay. Klar sind das ja auch nochmal ungefähr zwei, beziehungsweise einer fehlt noch bis zwei. Jetzt müssen wir ein bisschen Sprain aktivieren. Weil wir haben jetzt eine Menge Holzstuff hier drin. So. Jetzt. Wir haben schon unseren ersten Stack voll. Also ein Stack Emeralds haben wir voll bekommen. Ich glaube, auch Gold können wir theoretisch relativ gut farmen, wenn ich halt nur AFK stehen würde. Also wenn ich einen kompletten Abend AFK stehen würde, hätten wir das Gold auch zusammen. Das wäre nicht das Problem. Ist das der Weg, den ich gehen will? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich bin nämlich fein. Was ich aber vielleicht noch überlegen könnte, ist... Das können wir nicht zu Ding verwandeln. Nee, ich dachte, vielleicht mache ich jetzt mir gerade irgendwie selber, tue ich mir selber noch einen Gefallen. Das sind nicht besonders viele gewesen aus den ganzen Stacks. Das ist krass. Und ich hatte überlegt, ob ich vielleicht noch eine Enderman-XP-Farm mache. Aber eine Enderman-XP-Farm bringt uns halt gerade nichts, weil sie würde uns EP geben. Und daran mangelt es uns ja wirklich nicht mehr. Also EP ist nicht unbedingt das, wo ich sage, hey, wir haben da nicht genug von. Mal schön die Creeper mitnehmen. Die geben nämlich Gunpowder. Mich würde aber interessieren, wo der zum Beispiel herkam in dem Moment. Ach, das ist ein Pfeil. Dann ist das da vorne auf dem Minimap auch ein Pfeil. Ne, nix P-Orb. Okay, krass. Ihr seht hier unter mir noch was, ne? Ich meine, das müssten Mobs sein. Hier sind definitiv Mobs unter uns. Das ist jetzt natürlich alles durch die Minimap. Das macht nochmal das Spielerlebnis ein bisschen anders. Das muss ich auch zugeben. Ah, guten Tag, Sir. Das sind eine Menge Creeper. Yo, das sind zu viele Creeper. Ich habe nicht mal Fackeln zum Auslöschen dabei. Ich müsste Fackeln in meiner Enderchest haben. So. Lol, er hat genau Eisenerz gesprengt. Faszinierend. Aber ihr merkt schon, dadurch, dass die hier unten gespawnt sind, sogar in dieser Masse,
muss hier entweder ein Spawner sein oder, was wahrscheinlicher ist, wir haben in der Umgebung relativ wenige Caves zusätzlich noch und können uns daher das Ganze ein bisschen sparen. So, hier müsste auch gleich einer hin. Naja. So ist das nice. Hey. Ein bisschen Kabelstöhnchen. So. Das kann weg. Und tada. Okay, hier haben wir natürlich jetzt immer noch nicht ausgeleuchtet. Das sind so Sachen, die man währenddessen machen kann. Das ist so World Upgrade so ein bisschen. Ich hab dich gesehen, du Kick. Okay, den einen Hit gebe ich dir. Da ist noch ein. Das ist lieb, er hat gewartet. Kannst du mir so ein Goldrüstungsteil droppen? Er hat sich dagegen entschieden. Das ist traurig. Aber hier, wie gesagt, wir können hier in unserer Umgebung wieder ein bisschen mehr ausleuchten. Es muss nicht sein. Wir haben hier theoretisch keine Notwendigkeit, eine krasse Mobfarm oder sowas zu bauen. Aber es kann funktionieren, eine Mobfarm so zu bauen. Es könnte auch funktionieren, eine Sky-based Mobfarm zu bauen, wenn wir das über einem Ocean machen würden. Das könnte ich euch gerne mal zeigen, ehrlich gesagt. Das wissen nämlich auch nicht unbedingt alle Leute. Das Schwierige wird nur sein, die ist halt nicht automatisch. Und die ist halt auch relativ, also das ist einfach nur, wenn ihr Early Time ein bisschen Probleme habt, an Mob-Spawns zu kommen. Dann könnt ihr theoretisch auf einen Ozean schippern, der möglichst weitläufig ist, also einen Großozean. Und könnt dort in knapp unter der Bauhöhe, also Baugrenzenhöhe, einfach eine Plattform bauen. Und diese Plattform speziell verkleiden mit Holz. Dieses spezielle Verkleiden mit Slabs ermöglicht euch durchzuhitten und es schließt trotzdem komplett den Spawnground auf absolut spawnable ab. Das bedeutet, wenn ihr euch dann 20 Blocks entfernt von dieser Plattform aufhaltet, könnt ihr immer Mobs spawnen. Das bringt euch natürlich jetzt nicht immer was, aber das würde euch in so einem Fall wie hier, zum Beispiel wenn wir Gunpowder brauchen oder sowas, würde es euch helfen, weil ihr würdet alle Mobs bekommen. Ihr hättet aber auch das Problem, die Falle ist anfällig für Skelett-Creeper-Beschuss. Wenn ihr das Konzept davon mal sehen wollt, dann schaut mal bei mir auf dem Kanal einfach nach Cat Zone 1. Also Cat Zone 1 und schaut da die ersten zwei Folgen oder so mal an. Da seht ihr das, wie das im Skypack passieren würde. Und vielleicht erklärt sich das dann so ein bisschen, was ich gerade meine, für die Leute, die gar keine Ahnung haben, was ich meinen könnte. Ich sollte wirklich anfangen, hier aufzuräumen. Das ist wirklich insane. Das ist eine Menge Stuff. Hallo, Hundi. Vielleicht sollten wir uns doch irgendwann Richtung einem Autosorter bewegen. Oh, aber definitiv mehr Eisen für. Müssten wir uns vielleicht wirklich die Eisenfarm für bauen. Schwierige Erdbeere. Sehr schwierige Erdbeere. Ich meine, die Eisenfarm dürfte eigentlich schnell gebaut sein. Das sind 3-4 Folgen. Zum jetzigen Zeitpunkt. Es kann natürlich sein, dass ich sie komplett unterschätze. Das geht natürlich auch. Ist eigentlich unten unser Weizen schon gewachsen? Das kann nicht sein. Hier vorne haben wir ungefähr 10 Minuten früher geerntet. Unten dürfte nicht wieder gewachsen sein. Ich schaue trotzdem, weil ich es kann. Es gäbe so viele Dinge, die ich gerade noch so im Kopf habe, die wir machen könnten. Wir könnten einen Dryden suchen. Das Problem ist, einen Dryden zu suchen, ohne einen Dryden zu haben, nur mit einer Elytra, würde bedeuten, wir würden Ewigkeiten rumfliegen, nur um Drowns zu suchen. Nee, die Nethermarzen sind alle nicht nachgewachsen. Das ist auch alles nicht nachgewachsen. Habe ich zufällig das Glas noch dabei? Hey, habe ich. Nice. Wie wäre es, wenn ich hier Eisen finde? Nein? Okay, dann nicht. Das wäre schön gewesen. Leider nicht. Okay, wir brauchen also Eisen. Im Idealfall wirklich irgendwo eine Eisenfarm hinbauen. Und das sollte es eigentlich auch sein. Arg viel mehr brauchen wir ja nicht.
Das Eisen würde ich auch hier vorne irgendwo farmen lassen, wenn ich ehrlich bin. Die Eisenfarm. Einfach weil wir drüben die Eisenfarm direkt über einem Dorf ist immer ein bisschen schwierig. Dann können wir das Ganze hier ein bisschen besser verwenden. Okay, also eine unserer nächsten Sachen ist Eisenfarm bauen. Dann haben wir immer noch die Sachen hier, ne? Dass wir das Feld wegmachen zum Beispiel. Und den Kaktus zum Beispiel verstecken. Also die Kaktusfarm vielleicht ein bisschen automatisierend und versteckt bauen. Habe ich hier ein Schild hingestellt? Ich glaube nicht, ne? Den wollte ich nämlich auch noch weglegen. Genauso wie das Furnace Array vorne wollte ich vielleicht zu einem Supersmelter bauen. Das müssen wir auch noch aufräumen. Also so im Endeffekt sollten wir allgemein mal wieder in der nächsten Zeit irgendwann eine Aufräumfolge machen, um das Ganze ein bisschen aufzuräumen, was wir hier so gebaut haben. Oder eben nicht gebaut haben. Ne? Wenn wir jetzt hier vorne zum Beispiel das angucken, das muss halt nicht Ewigkeiten hier rumstehen. Da steht noch, ist das noch ein Hopper? Oh, ich bin anscheinend Iron Rich, wenn ich hier noch Hopper verbaut habe. Krass. Okay, ja gut. Aber das ist eine der nächsten Folgen. Liebe Menschen, ich hoffe, dass euch diese sehr chaotische Folge ein bisschen gefallen hat. Ja, Resümee für die Folge ist auf jeden Fall, wir haben nicht besonders viel gemacht. Wir haben viel rumgequasselt. Was als nächstes? Also das ist so ein bisschen der Folgentitel. Was als nächstes? Ich werde mir was aussuchen. Vielleicht gehen wir auf die Eisenfarm. Ich habe auf jeden Fall eine Menge Sachen identifizieren können, wo wir sagen können, okay, das brauchen wir eventuell. Da sollten wir uns vielleicht dran halten. Und dann passt das auch. Ne, du kleines, feines Schaf. Gut. Gut. Er sagt auch ja. Oder es. Was weiß ich. Er, sie, es. Ihr, ihm, sein. I don't care. Feine Katze. Sagt tschüss. Und bis zum nächsten Mal.